Servus Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Uah. Muss gucken, dass ich ja nichts in die Fresse kriege. Wir sind im Wald unterwegs und wie ihr seht mit Regenjacke. Da geht es jetzt in den Trail. Halten wir mal kurz an. Wie ihr seht mit Regenjacke. Es sind heute immer wieder so Schauer, die hier drüber ziehen. Ich bin unterwegs mit Nico und genau. Aber das Video, da soll es eigentlich gar nicht so drum gehen, um das allgemeine Video, sondern meine Gabel und mein Dämpfer sind immer noch bei Fox im Service, beziehungsweise mein Dämpfer hauptsächlich. Die Gabel ist schon wieder zurück. Deshalb bin ich immer noch auf einem Testrad unterwegs, aber nicht wie im letzten Video auf dem Pivot Switchblade, sondern dieses Mal habe ich aus dem Schaltwerk Schweigern ein Yeti SB 130 in wunderschönem Yeti-Blau dabei. Ich finde es wirklich richtig krass, dieses Türkis. Sieht richtig heftig aus, die Kiste. Wir haben ein komplettes Fox-Fahrwerk. Vorne eine Fox 36 Fit 4 mit 160 mm Federweg. Hinten ein DPX2 von Fox mit 130 mm Federweg, so wie der Name Yeti SB 130. Ansonsten eigentlich gar keine krassen Komponenten. Ich habe meinen wunderschönen Esculap Escantara Sattel da drauf gebaut. Der war auf jeden Fall nötig, weil sonst, wenn ihr mal eine Weile Esculap Sattel gefahren seid und dann einen anderen fahrt, ist es wirklich ein krasser Unterschied. Und ich habe auch noch die neuen 711R Griffe von Esculap drauf gebaut. Hier seht ihr die, weil ohne die geht es auch nicht. Doch, geht schon, aber ist halt einfach geil. Genau. Und was ganz Besonderes heute, und zwar, ich fahre das erste Mal seit langem, der Nico kann das glaube ich bezeugen, mit Flasche. Ich habe tatsächlich da irgendeinen Flaschenhalter, den ich gefunden habe, dran gebaut und habe eine Flasche dabei. Was zu trinken habe ich sonst nie. Sonst bin ich die ganze Zeit immer am Verdursten, genau wie der Nico sagt. Wir gucken mal, wie das Teil auf dem Trail sich schlägt. Wir haben hier ja auch den Switch Infinity. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Um da die Geometrie einfach mal noch ein bisschen zu verbessern. Es ändert sich dann auch beim Fahren. Das ist Rahmengröße L in der Torque-Variante. Also das Torque-Carbon, das es bei Yeti gibt. Die höchste Klasse, die es da gibt. Aber in Rahmengröße L, und ich muss schon sagen, ich bin das Rad letzte Woche in der Pfalz gefahren, das Rad ist schon mega groß. Also ich bräuchte auf jeden Fall ein M, müsste da mal noch ein M testen, deshalb kann ich euch da denke ich auch nun nicht so viel dazu sagen, weil das einfach eine Nummer zu groß ist. Aber für uns geht es jetzt auf den Trail, wir sind in Ballstein unterwegs auf den Trails von den Trailsurfers. Und fahren jetzt mal den ersten Trail, und jetzt habe ich, würde ich mal sagen, echt genug gelabert. Ihr seht den ersten Trail mit der GoPro und ich wünsche euch wie immer viel Spaß und würde sagen, Nico, let's go! Yo, also ich habe euch jetzt mal hier auf den Buschgurt gestellt, dass ihr ein bisschen was auch vom Rad seht, ein bisschen Action im Rad seht. Mal, wie viel der Regen hier nass oder auch trocken gemacht hat. Ja, hier ist schon ein bisschen schwierig. Boah, da wird das Rad nochmal richtig schön dreckig, wo ich das zurückgehe. So. Und Matschloch. So slidy. Leider. Ja, es geht, finde ich. So, Kurve. Also, wie gesagt, ein richtig geil, poppiges Trailbike. So habe ich es auch eingestellt. Richtig schön poppig. Ja. Kann man noch kurz ein bisschen reindroppen müssen. Ja.
So Leute, nächster Trail mit dem Yeti. Wir sind jetzt zum nächsten Trail hochgetreten. Und hier kommen jetzt so ein paar sketchy, enge Kurven am Anfang. Immer schön hoch anfahren die Kurven. Dann kommt man auch perfekt durch. Wunderbar. Wieder oben. Hier ist sogar ein Jump. Den kenne ich noch nicht. Wieder oben anfahren. So, das Ding macht schon richtig Spaß. Kommt jetzt so eine kleine Steilabfahrt. Bisschen sketchy im Nassen, aber schon zu fahren. Und dann ist man auf dem nächsten Weg. Nicht auf dem Vorderrad bremsen. So, der Nico fährt vor. Kannst gleich durchfahren. So, hier kommt ein kleiner Sprung rein. Boah, ich hab reingedrückt. Also es macht schon mega Spaß, das Rad auch bergauf. Sind wir gerade echt gut geiles Zeug gefahren. Dann kommt jetzt so ein kleiner Step-Up. Was raushauen können. Juhu, da war das hier. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Kleiner Sprung runter hier. Boah, geil, da hat es ja ausgebessert. Da kann man ziemlich entlang heizen. So, weggefressen. Oh, ist das cool hier. Oh, richtig gut. So, hier kommt ein kleiner Drop. Neuer. Das Tod ist aber. Und dann ist auch schon weiter frei. Richtig schön. Jo, also das Rad fährt auch mega gut bergauf. Durch die Fit4-Gabel vorne kann man die Gabel komplett locken. Also wenn ich hier jetzt zumache, dann ist die Gabel komplett zu. Dann macht die wirklich gar nichts mehr. Das ist richtig geil beim Bergauftreten. Ich denke, bei so einem Trailbike mit 130 mm hinten macht es auf jeden Fall Sinn und ist das bestimmt cool. Und auch den Dämpfer, der hat auch 3 Stufen, da kann man auch zumachen. Und dann fährt es schon richtig geil bergauf. Aber wie gesagt, jetzt für so enge Kurven würde ich mir eine Nummer kleiner wünschen in M. Dann wäre das schon deutlich geiler. Wir treten jetzt zum nächsten Trail und sehen uns da dann wieder. Und ja, bis gleich. Ja Leute, so kann der Weg zum Trail aussehen, ne? Juhu! Okay. Gabeldämpfer. Ja, okay. So Leute, nächster Trail. Der Nico fährt wieder vor. Wir sind ziemlich spät unterwegs. Es ist schon 18 Uhr oder so. Und deshalb ist es vielleicht ein bisschen dunkel für euch schon. Boah! Yo, Alter. Alter, alles gut? Ja, ja. Was? Nichts passiert. Alter, was war das? Was war das? Ich weiß selber nicht. Du bist voll weggerutscht. Auf der Wurzel, da bin ich weggerutscht. Ja. Oh je. Alter, Leute. Nico ist gerade richtig weggerutscht. Er ist das erste Mal wieder nass. Hat jetzt heute den ersten Tag geregnet. So, alle ins Flat. Ja, was ich sagen wollte, wir fahren. Ja. Ja, ja, genau die. Wir fahren Fischteich-Trail. Das ist der hier. Und ich kann euch ehrlich nicht sagen, warum der Fischteich-Trail heißt. Wow. Nico lost the line. Stage 2 von dem Trail. Komm, also es sind alles eigentlich chillige Trails. Aber ich denke, da dafür ist das Rad auch genug. Also, boah, da kommt ein Ding. Einfach chillige Trails fahren. Home-Trails vor allem halt. Und da nicht irgendwie im Bikepark damit gehen. Ja, macht auf jeden Fall richtig Spaß. Jetzt kommt die Sonne gerade auch noch ein bisschen raus. Richtig cool.
Ah. Jetzt weiß ich auch, kann ich euch auch sagen, warum der Trail Fischreich Trail heißt. Und zwar genau deshalb. Schaut euch an, da ist der Fischteich. Yeti im Fischteich nenne ich das. So, Fischteich Trail die zweite. Wir fahren noch eine Runde. Ich bin gerade noch mal hochgetreten, bevor es ganz dunkel wird. Wir haben gerade vielleicht die Schaltung gehört. Das ist ein Scheiße. Nee, SRAM GX Eagle ist da drauf. Oh, shit. Wenn wir mal den Kick richtig abzieht, kommt man da auch richtig weit und hoch. Und zwar für die Einschläge. Nach links, jawohl. Scheiße. Wir sind auch gleich am Trail-Ausstieg. Ich würde sagen, wir sehen uns dann oben am Auto wieder, während wir versuchen hier. Da bist du weggerutscht. Da bist du weggerutscht über die Kurve rauf. Ich war nicht mal so schnell. In die Kurve echt safe gefahren. Ja. Ja, Leute, also das war jetzt ein kurzes und knappes Video von dem Rad, beziehungsweise mit dem Rad. Die Sonne geht da hinten gerade schon unter. Wir nutzen hier gerade das letzte Licht in der letzten Ecke Wald am Parkplatz, um hier noch ein kleines Outro für euch zu filmen. Ja, ihr habt jetzt ein paar kurze Trailabfahrten gesehen von drei Trails. Wir sind drei Trails von der Hochhinausrunde von den Trailsurfers gefahren und haben einfach eine kleine Abendrunde gemacht, weil der Nico auch gearbeitet hat. Es ist jetzt, glaube ich, schon irgendwie 19 Uhr oder so. Die Sonne geht, wie gesagt, gerade unter. Ja, was ich zu dem Teil sagen kann, ist mega cool. Ich finde es optisch der absolute Wahnsinn. Die Laufräder lassen ein bisschen zu wünschen übrig. Also da bin ich deutlich Besseres halt einfach gewohnt und deshalb merke ich da einfach den Nachteil. Schmale Laufräder und Alu-Laufräder und der Freilauf ist auch nicht der beste, aber brauchen wir nicht. Jetzt auch hier ist ein Testrad und dass sie da nicht die Envy-Laufräder reinbauen, ist auch klar. Genau, aber sonst wirklich mega. Wie gesagt, wie vorher schon gesagt, ich würde es gern mal eine Nummer kleiner testen. Ich denke, dann ist der Test für mich realistischer, weil es ist jetzt schon ein ziemlich langes Rad. Ich denke, es ist fast länger als mein Firebird. Aber ich finde es der Hammer. Ist ein cooles Trailbike, macht mega Spaß. Und ja, ich habe das jetzt die letzten paar Tage so ein bisschen getestet, bin es ein bisschen gefahren. Will da auch nicht so einen großen Abriss drüber geben, aber was für euch auf jeden Fall noch wichtig ist, ist auch ein Testrad vom Schaltwerk Schweigern, das da jetzt für eine gewisse Zeit steht. Ich weiß nicht genau wie lang, aber wenn ihr da mal Interesse habt an so einem Rad, das zu fahren, dann meldet euch im Schaltwerk Schweigern, fragt, ob das Rad noch verfügbar ist oder wann es verfügbar ist. Falls ihr da Interesse habt, so ein Rad vielleicht zu kaufen oder so. Genau. Ich würde sagen, das war's jetzt von dem Video. Ihr kriegt noch ein, zwei Detailshots, was das Restlicht hier im Wald noch hergibt. Und dann war's das auch mit dem Video. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao.